Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Food Hall. Ja, für die Woche, was haben wir geplant? Wir haben eine Sache überlegt, und zwar so Bohnenröllchen mit Speck ummantelt. In dem Falle nehme ich aber immer rohen Schinken. Das war es auch schon, und Salat essen. Ja, ich zeige euch, was wir mitgenommen haben. Ich finde, es waren richtig viele Sachen, die wir jetzt mitgenommen haben. Und das war gar nicht so teuer. 1,36 Euro haben wir gespart mit der Kaufland-Card-App. Und ich fange an mit dem ersten, was hinter mir steht. Das ist im Angebot und kostet nur 1,99 Euro. Ist eine Fußmatte. Ich lege sie auch gleich direkt vor die Wohnungstür. Und dann freuen sich die Kinder, weil die stehen voll auf Halloween. Und ja, für 2 Euro, finde ich, kann man nicht meckern. So sieht die aus und ist so dick. Also ich finde die von der Qualität gut. Es gibt jetzt bessere, aber für 2 Euro kann man nichts sagen. Genau. So, fangen wir wieder hier mit den frischen Sachen an. Wir haben einen Kürbis mitgenommen, natürlich zum Schnitzen. Rispentomaten habe ich 5 Stück mitgenommen. Dann glatte Petersilie, Bio-Bananen wieder. Ja, Schlangengurke, 2 Paprika, weil wir ja Salat machen wollen, die Sachen, ne? Kartoffeln kamen wieder mit, festkochend, wie immer. Dann habe ich ein paar Wirsingblätter bekommen. Darunter ist der restliche Beutel alles Blumenkohlblätter. Dann haben wir noch einen Kopfsalat, auch für uns zum Essen, wie der Eisberg. Den Rest kriegen die Kaninchen, wir teilen uns das. Wir machen dann erst einen Salat, und was wir nicht mehr brauchen, kriegen die Kaninchen. Der ist auch zum Schnitzen, halt ein bisschen kleiner. Dann ist unsere Soja-Milch im Angebot von Take It Veggie. Die ist ja gesüßt, die mögen wir sehr gerne. Und dann ist Dill mitgekommen und Minze. Ich liebe den Geruch, ne? Sag ich jetzt mal. Rosmarin und krause Petersilie. Dann habe ich 2 Mozzarella mitgenommen. Ich habe auch ein paar mehr Tomaten. Schwarzwälder Schinken ist an Rundschinken mein Lieblingsschinken. Da kamen 2 Packungen mit. Mit denen mache ich dann auch immer diese Böhnchen. Dann hat Kevin hier was gerettet. Was ist denn das? Eiersalat. Eiersalat gerettet. Wachsbrechbohnen kam mit. Wir haben jetzt letzte Woche 2 Gläser verbraucht und hatten damit Salat gemacht. Ja. Junge Erbsen und Möhrchen kamen mit im Glas. Kevin sagte, glaube ich, die waren im Angebot, wenn mich das nicht täuscht. Dann hat er sich wieder Milchtränk mitgenommen. Erdbeere. Ich hatte mal wieder Hunger auf einen Leberkäse, der kam mit. Dann Räucherlachs für mich. Eine Fleischwurst. Dann nehmen wir am liebsten immer die Hertha. Strimmelachs ist im Angebot, der kam mit. Der Bio kostet 2,99 statt 3,99. Genau, ist damit auch günstiger als der Nicht-Bio. Dann kam Bio-Eier mit, 6 Stück. Dann hat Kevin sich Tschutschuk oder wie es heißt, mitgenommen. Einmal geschnitten, einmal am Stück. Dann hat er hier noch Hotdog gerettet. Und dann hat er sich was aus der Weihnachtsabteilung mitgenommen. Bratapfelstollen. Dann kam Toilettenpapier mit, war günstiger mit der App. Jelly Beans hat er sich mitgenommen. Und diese Snackdinger hier, dieses Calzone, Salamini-Calzone. Granberries kam mit. Dann Mini Cabanossi, dann hat er sich einen Wintertee mitgenommen. Wintermagie, Spekulatius Geschmack. Ich gucke schon immer, ob mein Tee wiederkommt dieses Jahr. Ihr wisst ja, Schneetanz habe ich geliebt letztes Jahr. Ich habe ja hinterher alles aufgekauft und kam bis Sommer hin. Ja, ich liebe diesen Tee und ich hoffe, dass er dieses Jahr wieder reinkommt. So, ein Brot kam mit, Weizen. Kevin wollte auch noch einen Roggenmisch mitnehmen, hat es dann aus dem Regal genommen. Ich sage, wie viel Roggen ist drin? Dann sagt er, 34, das ist kein Roggenmisch. Ich sage, ist auch Weizen. Ja, dann lege ich es zurück, sagt er. So, Schoko-Waffeln kam mit, diese Kekse. Dann diese Schokoröllchen einmal für mich noch. Ich bin das letzte Mal super lange mit hingekommen. Ja, was soll ich sagen? Ich verfluche es. Wir brauchen ja viele von diesen Teilen. Und die Eigenmarke ist wieder mal nicht da gewesen. Alles weg, was mich so aufregt. Und von den Hip haben wir alles aufgekauft, was da war. Und das sind jetzt 7 Tüten. Ja, das sind ungefähr 7 Tage, vielleicht auch nur 6.
Je nachdem. Ja. Erdnussflips hat Kevin sich mitgenommen und Paprika. Dann haben wir zweimal Aufbackbrötchen, die Achtertüte mitgenommen und Sandwich-Toast Vollkorn. Und eine Sache hatte ich fast vergessen. Holzstreu kam mit. Ist Kevin allerdings kaputt gegangen. Ist aber nicht schlimm, dann bleibt es einfach in der Tasche. Und ich nehme es daraus, nehme es jetzt direkt als erstes. Ich muss auch gleich die Toilette machen, von daher ist es nicht so schlimm. Wir haben ja zwei Toiletten, dann ist der Beutel gleich direkt leer. Ja genau, wir haben ja zwei Toiletten. Einmal, wo das Heu drin ist, einmal, wo das Frischfutter drin ist. Und dann ist es halt direkt leer. Ich brauche mehr als einen Beutel für beide Toiletten. Ja, das war so unser Einkauf. Babygläschen brauchen wir jetzt Gott sei Dank nicht mehr. Der Kira geht's besser. Brei kriegt sie noch, aber nicht mehr so viel. Sie lässt es auch eher rauslaufen mittlerweile. Sie ist auch sehr selbstständig. Sie kann hüpfen und lebt jetzt auch schon die letzten paar Tage im Gehege. Genau. Deshalb keine Sondersachen für sie, auch keine Wickelunterlagen. Ja. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und seid beim nächsten mit dabei. Tschüss!